Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für Überwachungskameras interessiert. Wir wollen uns heute zwei Kameras vom Hersteller IMU anschauen. Und zwar hier für den Innenbereich die Rex 3D, die kann man nämlich schwenken und neigen. Und dann CellPT für den Außenbereich mit Solarpanel, so dass quasi keine Akkutausch oder so weiter benötigt werden. Wir wollen uns diese Kameras hier direkt mal im Detail anschauen. Vielen Dank an den Hersteller für die Unterstützung dieses Videos. Jetzt geht's direkt los. Viel Spaß! Die ganzen technischen Daten zu diesen beiden Überwachungskameras von IMU, die haben wir in unseren Überwachungskamerafinder auf dem Blog eingepflegt. Der Link ist hier oben in der Infokarte. Da sind generell viele Kameras drin und ihr könnt da filtern, zum Beispiel, was wollt ihr maximal ausgeben, was sind die für euch wichtigen Funktionen. Ihr könnt Überwachungskameras direkt miteinander vergleichen, hier auch die verschiedenen Modelle von IMU und seht so, wo die Unterschiede sind und könnt so das für euch am besten passende Modell herausfinden. So, dann wollen wir mal kurz uns die Kameras ein bisschen im Detail anschauen. Lieferumfang ist bei dieser Rex 3D einfach, Kamera. Und hier ein Stromkabel mit allerdings Micro-USB, kein USB-C, schade. Die Kamera selber ist ja basic aufgebaut. Sie hat hier vorne eben eine Kameralinse. Hier unten kann eine Micro-SD-Karte rein, um darauf zu speichern. Und ja, das war's schon. Auf der Rückseite wird Strom angeschlossen, aber auch, hier habt ihr auch noch einen Ethernet-Anschluss. Also ihr könnt das Ganze auch eben darüber betreiben. Mit dem Netz verbinden, also nicht nur WLAN, funktioniert aber beides. Von der Qualität her ist das schon recht basic, das Plastik fühlt sich etwas billiger an, jetzt im Vergleich zu anderen Kameras, wie das Ganze sich dann so in der Handhabung bzw. in der Funktionsweise darstellt, schauen wir aber gleich. Ihr könnt das halt schwenken und neigen, damit könnt ihr eben einen großen Bereich im Innenbereich und nur für den Innenbereich ist ja auch gedacht, überwachen. So, bei der CellPT sieht es von der Qualität hier ein bisschen anders aus. Sie ist schwerer und wirkt auch hochwertiger, finde ich. Einfach um nochmal die Preise angesprochen zu haben. So um und bei etwas über 42 Euro liegt hier die Rex 3D und die hier liegt bei 89 Euro, habe ich eben gerade nochmal auf Amazon geschaut, sind also eher günstigere Überwachungskameras. Qualitativ fühlt sie sich hier aber schon besser an als die Rex 3D. Ihr habt hier eben auch etwas, was schwenken und neigen kann. Die Micro-SD-Karte kommt hier oben ran, wird dann fest verschraubt. Wie gesagt, diese Kamera ist ja auch für den Außenbereich gedacht. Diese Öhrchen sind hier ihre Antennen und hier vorne hat man auch noch Scheinwerfer dran, die Kameralinse und hier unten ist der Pirsensor. Unten drunter hier habt ihr dann noch einen USB-C-Anschluss. Hier gibt es dann tatsächlich USB-C. Die Einschalttaste ist dann auch noch direkt hier unter und hiermit kann man noch verschiedene Füße so hier dran bringen, je nachdem, wie man das Ganze anbringen möchte, an der Wand verschrauben oder auch irgendwo hinstellen, da seid ihr in der Position etwas freier. Ja, so ist hier der Aufbau und bei dieser Kamera, die ich jetzt mal hier hinstelle, bei dieser Kamera ist ja hier auch noch dieses Solarpanel bei und das hat dann halt hier auch den USB-C-Anschluss, das kommt da rein, was ich euch eben gezeigt habe, ein sehr langes USB-C-Kabel und hier habt ihr auch nochmal Möglichkeiten, das Ganze hier zu befestigen, dann habt ihr eben die Möglichkeit, dass Panel hier etwas abgelegen von der Kamera, da wo eben die beste Sonneneinstrahlung ist, zu positionieren. Und so hat die Kamera halt eben die ganze Zeit Strom, ganz besonders natürlich im Sommer. Und das ist natürlich immer sehr praktisch, wenn man sie nicht irgendwie ständig runterholen muss, um da irgendwie nachträglich den Akku wieder über das Stromnetz aufzuladen. Okay, das ist der erste Eindruck. Wie gesagt, qualitativ hier etwas billiger, aber wie gesagt, kostet auch über 42 Euro so knapp. Hier fühlt sie sich schon hochwertiger an, aber wie gesagt, alles eher so im niedrigeren Preisbereich. Jetzt interessieren uns natürlich die Funktionen. Ich werde die Kameras jetzt beide einrichten und im nächsten Schritt zeige ich euch dann die Funktionen in der App und was meine Erfahrung mit der Kamera ist. So, dann wollen wir uns mal den Funktionsumfang der IMU-Kameras anschauen. Generell kurz zur Einrichtung. Die hat bei beiden Kameras wirklich simpel funktioniert, denn man arbeitet hier mit QR-Codes. Da ist ein QR-Code auf der Kamera drauf. Der wird bei der Installation, wenn man ein neues Gerät auswählt, gescannt. Da muss man kurz das WLAN-Passwort eingeben und dann wird das verbunden. Und das war's. Ein paar Updates wurden gezogen, gerade hier bei der größeren Kamera. Da sind es zwei Updates gewesen, die bereitgestellt wurden. Und dann ging's los. Und ich zeige euch jetzt hier mal, wie das Ganze in der App aussieht. Das ist quasi so die Grundansicht, wo man auch hier unten beide Kameras sehen kann. Links die CellPT und rechts die Rex 3D. Und dann kann man entweder, wenn man möchte, kann man sich die beiden Kameras so im Live-Bild nebeneinander anzeigen lassen oder man geht dann mit einem Doppelklick direkt auf eine Kamera drauf und dann hat man halt hier das Live-Bild der Kamera. Man hat dann immer diese Kamerasteuerung hier, das heißt, man kann ganz einfach hier schwenken,
drehen und neigen. Diese Kamera wird eigentlich andersrum an die Decke installiert, aber ich habe sie jetzt quasi bei mir im Büro erstmal so hingestellt und ihr seht, wie sie halt schwenken und neigen kann, um so halt eben richtig viel abzudecken und in alle Ecken schauen zu können. Man kann in den Kameras auch eine Live-Tracking-Funktion aktivieren. Das funktioniert bei beiden Kameras. Das heißt, sobald eine Bewegung erkannt wird, dann folgt die Kamera eben dieser Bewegung. Das kann man einstellen oder auch ausschalten. Man hat hier so eine Art Shortcuts oben, kann hier den Ton ein- und ausschalten, kann so hier eine Aufnahme starten, die dann halt bei euch auf dem Smartphone gespeichert wird. Ihr könnt über die Kamera sprechen, einen Snapshot machen und ihr könnt auch immer hier die Qualität einstellen. Bei der Selfie T sind es entweder 2K, 1080p oder 480p und das höchst aufgelöste Bild, das seht ihr hier. Schauen wir uns das hier nochmal an. Und ich finde, die Qualität ist jetzt mit 2K nicht die krasseste. Es gibt Kameras, die ein nochmal deutlich klareres Bild haben. Aber ich finde, auch so, wenn man hier an Dinge ranzoomt, man kann alles ausreichend erkennen. Also auch wenn eine Person durchs Bild läuft, kann man die Person erkennen. Und das ist ja eben bei so einer Überwachungskamera immer das Wichtigste. Hier oben geht es dann nochmal in die Einstellung rein. Hier kann man sehen, dass ich jetzt hier das Solarpanel verbunden habe. Da sieht man diesen Status. Jetzt gerade lädt sie nicht, das heißt, es ist gerade hier zu bewölkt. Man hat eine Gerätevorschau, Erkennungseinstellung. Also man kann in jeder Kamera wirklich viel einstellen. Gerade bei den Erkennungen kann man einstellen, soll jede Bewegung erkannt werden oder eben nur menschliche Bewegung. Dieses Smart Tracking, was ich gerade gesagt habe, dass die Kamera eben einer erkannten Bewegung folgt. Empfindlichkeitserkennung, Erfassungsreichweite, Aktivitätszonen. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass ihr gewisse Zonen ausblenden könnt, wo ihr wollt, dass da keine Aufnahme aufgenommen wird. Nachrichteneinstellung, wie wollt ihr benachrichtigt werden? Arbeitsmodus, wie soll die Kamera reagieren? Auf Bewegung immer wieder neu, hohe Leistung in extrem energiesparend oder sogar eine kontinuierliche Aufnahme könnt ihr hier machen, also dass quasi durchgehend aufgenommen wird. Speichern, das ist bei beiden Kameras so, die Kamera speichert auf einer SD-Karte. Es gibt keinen vorab integrierten Speicher von beiden Kameras, aber ihr könnt halt einen Cloud-Speicher nutzen und dieser Cloud-Speicher kostet halt. Hier am Anfang gibt es erstmal eine 7-tägige Testversion gratis. Oder ihr speichert, und wenn ihr das dann weiter nutzen wollt, dann kostet es eben. Lokaler Speicher ist dann halt eben kostenlos. Batteriestatus, Nachtsicht, ihr könnt immer umschalten, wollt ihr eine Nachtsicht haben, die automatisch umschaltet von Infrarot oder in Farbe. Gerade bei der Selfie T ist es ja so, dass die vorne auch diese Scheinwerfer mit drin hat. Ansonsten die anderen sind nicht so extrem wichtig. Hier könnt ihr auch nochmal ein paar Dinge einstellen, aber jeden Punkt hier durchzugehen. Das sprengt immer den Rahmen. Das sind hier so die Hauptfunktionen von der Selfie T und man kann hier auch ganz easy rüberwischen zur nächsten Kamera, zur Rex 3D. Hier seht ihr, dass ihr 5 MP habt, 1080p oder 480p. Hier könnt ihr genauso wieder schwenken und neigen. Also quasi genau das Gleiche. Und dann habt ihr hier noch einen Datenschutzmodus, das heißt, ihr könnt da draufklicken und dann geht die Kamera quasi in so einen Modus, wo sie euch nicht sieht. Bild in Bild, Favoriten, Schwenkkalibrierung, also das sind alles nicht so besonders spannende Funktionen, auf die man nochmal eingehen müsste. So sieht es hier eben aus, wenn man sich die Einstellung anguckt, Nachrichteneinstellungen. Ihr könnt einen Rahmen aktivieren bei dieser Kamera, dass quasi eine erkannte Bewegung immer mit so einem Rahmen hinter oder umrandet ist. Die Kamera kann auch Töne erkennen, also auch auf Geräusche reagieren. Aber ansonsten sind die Einstellungen hier auch alle relativ gleich. So, ja, generell muss man sagen, das ist der Funktionsumfang. Ich finde, die App ist jetzt nicht so ultra intuitiv wie zum Beispiel von ein paar anderen Herstellern, die ich mir schon angeguckt habe. Da ist die App manchmal etwas intuitiver. Man hat hier aber echt einen großen Funktionsumfang. Also ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe das jetzt ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber beide Kameras, da kann man wirklich viele, viele Dinge sehr individuell einstellen. Also in der App funktioniert viel. Dann ist ja natürlich interessant, wie ist es so im Alltag? Bewegungserkennung, Bildqualität. Die Bewegungserkennung war bei mir ausgesprochen gut. Also es war immer so, dass wenn ich ins Bild reingelaufen bin, dass die Bewegung erkannt wurde, dass ich eine Push-Mitteilung darüber bekommen habe. Also das hat immer funktioniert. Bildqualität bei Tag und bei Nacht zeige ich euch auch hier vor allen Dingen mal mit den Testbildern bei beiden Kameras. Ich schreibe hier immer dazu, welche Kamera welche ist. Da sieht man bei Tag, da ist das Bild meiner Meinung nach wirklich ausreichend. Also man kann scharf erkennen, was auf dem Bild zu sehen ist. Bei Nacht mit Infrarot sieht es auch in Ordnung aus. Und dann eben auch nochmal
wenn das kleine LED-Licht da aktiviert ist, dann kann man eben auch nachts nochmal in Farbe sehen. Und auch das sieht durchaus in Ordnung aus. Generell waren sowohl bei Tag und auch bei Nacht die Aufnahmen so, dass ich sagen würde, wofür braucht man denn eine Überwachungskamera? Man möchte, wenn irgendwo was erkannt wird, dass man auch die Person, die da erkannt wird, später auch irgendwie ja, identifizieren kann, damit man weiß, damit diese Aufnahme auch brauchbar ist. Und es ist nicht die höchste Auflösung, definitiv nicht. Es gibt Kameras, die haben nochmal bessere Auflösung, aber es ist absolut ausreichend. Also wenn man diese Kamerabilder sich anschaut, dann erkennt man darauf auch einfach, was man erkennen möchte. Ja, ich denke mal, das langt so für meinen Erfahrungsbericht und für die ganze Funktion. Und dann fassen wir nochmal das Wichtigste zusammen, meine Meinung zu den Überwachungskameras von IMU. Ja, der große Pluspunkt dieser Kameras hier ist wahrscheinlich in erster Linie der günstige Preis. Ich habe es ja gesagt, etwas mehr als 40 Euro. Hier knapp 90 Euro sind also Kameras, die wirklich so im günstigeren Preissegment zu bekommen sind. Und dann will man natürlich wissen, bekommt man für so kleines Geld auch gute Kameras mit einem großen Funktionsumfang? Kann man erstmal sagen, ja, beide Kameras haben einen echt großen Funktionsumfang. Ihr könnt da ganz viele verschiedene Dinge einstellen. Ihr habt einen großen Schwenkbereich, Auto-Tracking und so weiter. Wo kann man speichern? Auf der integrierten SD-Karte, wenn ihr eine reintut, dabei ist sie nicht, dann kostenlos oder eben in der Cloud. Das kostet dann aber Geld. Hier kann ich nichts dazu sagen, wie sicher die Aufnahmen gespeichert werden, wo der Server und so weiter steht. Das kann ich euch nicht sagen. Müsst ihr wissen, es sind halt Kameras aus China, wo da der Server ist. Wenn euch das irgendwie stört, dann ist das halt nicht, was eure Wahl treffen sollte. Aber wie gesagt, die Möglichkeit in der Cloud zu speichern, die gibt es eben. Qualitativ gefällt mir die CellPT nochmal deutlich besser. Bei der Rex 3D hier ist es eben so, dass sie von der Verarbeitung rein, vom Plastik her sich etwas billiger anfühlt. Aber ich sag mal, sie steht im Normalfall irgendwo im Innenbereich drin und dann könnt ihr sie nutzen. Und ja, solange sie euch nicht runterfällt, sollte das nicht große Probleme machen. Die CellPT fühlt sich nochmal hochwertiger an, ist dann eben auch für den Außenbereich gedacht, hat ein Solarpanel mit dabei, das ist natürlich praktisch, dass ihr dann nicht ständig den Akku tauschen müsst. Also, das ist mein Video zu den Überwachungskameras von IMU. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann stellt diese gerne mal hier unten in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, noch ein weiteres Video zu schauen, dann findet ihr es direkt hier. Den Kanal könnt ihr da abonnieren und hier unten geht es zu unserem Überwachungskamerafinder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.